Hallo meine Süßen. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache wieder Videos für euch und das war eigentlich eine ziemlich spontane Eingebung. Deswegen habe ich einfach mitten drunter angefangen, die Kamera aufzustellen. Deswegen ist das Video auch ein bisschen vlogmäßig, Vlog-Dingens-Dings-Dings-Bums-Da. Wisst ihr, was ich meine? Also für alle, die mich noch nicht kennen, ja, ich bin die Bibi, ich bin fast 50 Jahre alt, ich wäre bald 50, Leute, ja, ich scheiß mich jetzt schon an. Und ja, ich bin Single, ich lebe alleine mit 2 Hunden und einer Katze, also 1,5 Hunden und einer Katze, einem Kater. Und bin vor 5 Monaten, bin ich umgezogen in dieses Haus und ich bin immer noch nicht fertig. Und jetzt habe ich nämlich das Vorzimmer in Angriff genommen. Für alle, die nicht wissen, wie das Vorzimmer ausgeschaut hat, schaut euch einfach das letzte Video an. Das war nämlich das erste Mal im neuen Haus und das war im Mai. Ja, also ja, 5 Monate ist es her, dass ich umgezogen bin oder 4,5, was weiß ich, ist ja wurscht jetzt. Ja. Und wir haben nämlich, dass wir, meine Freundin und ich, die Sandra, immer noch mit am Start. Wir haben tatsächlich die Decke wieder besprüht, so wie im Wohnzimmer. Wir haben die Wände ausgemalt, wir haben einen neuen Boden verlegt, wir haben aber den alten nicht rausgenommen, sondern das ist ein Klebevinylboden. Auf diese Idee hat mich eine andere Freundin gebracht und habe das probiert und habe das für gut befunden. Und das ist eigentlich eine ganz lässige Sache, weil sonst hätte ich die Fliesen nämlich rausreißen müssen, die da vorher drin waren, diese wunderhübschen braunen Fliesen. Habe ich nicht gemacht, habe einfach draufgeklebt und das ist bis auf diese 137 Millionen Ecken, Kanten und Winkeln in diesem Vorzimmer, ja. Ach, Leute, ich sag's euch, das, ja, wir haben ein bisschen geflucht oder ich habe ein bisschen geflucht, aber wie gesagt, es hat ganz gut funktioniert, unterm Strich. Und jetzt habe ich einen schönen grauen Boden, weil ich bin überhaupt kein Freund von braun oder beige oder sonst irgendwas, im Gegensatz zu meiner Freundin, die steht ja auf 50 Shades of Beige. Die Türen sind immer noch so Buche, die werde ich aber auch noch austauschen, so sukzessive, ja. Also eins nach dem anderen, ja, ich muss ja immer ein bisschen Geld verdienen, bevor ich eins ausgeben kann. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video angefangen habe, war es ja schon, ich glaube, 5 am Nachmittag, ja, natürlich war es 5, weil ich gerade meine Hunde fütter, ja. Gott, ich bin so dämlich. Und deswegen habe ich gedacht, na, filmst einfach den restlichen Tag mit. Und dann geht es einfach dann morgen oder übermorgen weiter, je nachdem, wann ich mein Vorzimmer weitermachen werde. Und wie oft sage ich M. Ja, also normal sage ich immer so und jetzt sage ich M. Okay, anyway. Und haben wir eben gedacht, ja, ich filme einfach den Tag fertig, ja, damit ihr seht, was ich heute so mache, wenn ich, weil so aufregend ist ja mein Tag nicht. Ja. Und im die meiste Zeit bin ich natürlich, wenn ich irgendwas baue oder renoviere oder so, bin ich ja die meiste Zeit mit Wegräumen beschäftigt. Ja. Ich räume das Werkzeug immer von A nach B. Weil zuerst habe ich es aus meinem Vorzimmer da auf den Küchentisch gelegt. Das seht ihr rechts unten im Bild. Das ist so ein kleiner Küchentisch. Und dann trage ich es irgendwann in den Keller runter. Ja. Weil es ist einfach, wenn ich was renoviere oder irgendwas mache, dann schaut es ja in der ganzen Hütte aus. Ja. Das liegt ja überall. Es schaut mein Schrankraum schaut fürchterlich aus, mein Nähzimmer schaut fürchterlich aus, das Schlafzimmer geht, weil in dem muss ich ja schlafen, das Wohnzimmer schaut fürchterlich aus, ja, und die Küche eben. Nur, ich bin gerade so weit, dass ich die Küche versuche, also ich versuche es am Abend immer halbwegs ordentlich zu machen, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, machst das halt auch noch und filmst das eben gleich mit, ja, weil eben, ja. Mein letztes Video ist ja auch 5 Monate her. Und ihr habt es mir schon, weiß ich nicht, wie oft geschrieben. Es tut mir auch leid, dass ich euch nicht geantwortet habe, aber ich hatte über den Sommer hin extrem viel zu tun. Ihr wisst ja, ich habe mehrere Jobs. Ich habe unter anderem, gehe ich auch am Wochenende kellnerieren. Und ich war nicht nur am Wochenende kellnerieren, ich war teilweise sogar unter der Woche kellnerieren. Dann war der Sommer auch wirklich heiß. Also nicht nur in Österreich, auch in Deutschland. Ja. Und er war wirklich, wirklich, wirklich heiß, der Sommer. Und da habe ich auch überhaupt kein Animo gehabt. Also ich habe überhaupt keine Muße gehabt, irgendwas zu tun. Den Garten habe ich gar nicht gemacht. Ja. Also der schaut immer noch genauso geschissen aus wie vorher. Und habe eben die Zeit, also ich habe meinen normalen Job gemacht. Ich habe ein Nagelstudio, um meine Rechnungen zu bezahlen. Dann arbeite ich nebenbei eben beim Flo, beim
im Gastgewerbe. Der hat aber jetzt zugesperrt und deswegen arbeite ich jetzt dort nicht mehr. Das war jetzt auch total logisch, ja, klar, er hat zugesperrt, deswegen arbeite ich dort nicht mehr. Mhm, ja, gut, gut, feine Maus, ja, ganz, ganz intelligent. Ja, deswegen habe ich jetzt mehr Zeit und habe dann noch meinen dritten Job, meine Nähsachen, mit denen ich ja auf Märkte gehe und mich auf Märkte stelle mit meinen Sachen, die ich selber nähe. Und ja, das sind meine drei Jobs. Und wenn man YouTube dazu nimmt, hat man vier Jobs, nicht? Aber YouTube zähle ich jetzt nicht dazu, weil das ist ja eher ein Hobby, das ich ja auch sehr unregelmäßig betreibe. So wie Sport. Ja, aber irgendwie hat mich, weil ich habe mich ja immer wieder gesagt, ich habe kein Animo für irgendwas. Und seit ein, zwei Wochen, glaube ich, ja, hat mich irgendwie das Animo gepackt. Ja, ich habe nämlich meinen Abstellraum habe ich aufgeräumt, ich habe ein bisschen was aussortiert. Ja, das habe ich natürlich nicht mitgefilmt, weil da war ich noch nicht so motiviert, es zu filmen. Dann habe ich auch meine Werkstatt halbwegs aufgeräumt. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe die, ganz gescheit, ich habe die Fußbodenleisten geklebt, und zwar diese Trittleisten von einem Raum in anderen. Also ich habe alle geklebt gehabt, die habe ich dann jetzt alle wieder runtergerissen, weil habe ich einen neuen Boden verlegt im Vorzimmer, nicht? Deswegen habe ich die Trittleisten wieder runterreißen müssen. Ne? Ich habe immer noch keine Sesselleisten nirgends im Haus. Ich habe auch noch keine Sockelleisten in der Küche, wie ihr seht. Ich habe auch noch keinen Fliesenspiegel. Allerdings habe ich mir so Klebefliesen jetzt bestellt. Die kommen sogar. Ich habe nämlich heute die Benachrichtigung, die kommen morgen oder übermorgen. Mal schauen, wie das ausschaut. Und ja, und ob wir das dann ich mir mehr bestellen werde. Ich habe jetzt einmal 10 Stück bestellt. Ja, aber da warten wir mal, bis die kommen, ob man die überhaupt herzeigen kann und was weiß ich. Ja. Jetzt räume ich wieder das Werkzeug vom Tisch neben dem Herd. Ja, also ich renne hin und her in dem Haus ständig, ja, weil ich das Werkzeug ja noch brauche. Ich möchte morgen in der Mittagspause möchte ich das Innenleben von den Kästen machen und die Türen draufgeben. Und ich habe auch Haken gekauft für den Mittelteil. Also da, wo ich die Steintapete hingeklebt habe, dort habe ich eigentlich Haken geplant. Und jetzt fällt mir aber gerade ein, so ein großer, schöner, runder Spiegel wäre auch nett, aber die kosten ein Vermögen. Für die bin ich immer echt gierig. Ja. Und wir haben ja schon mal über große, runde Spiegel fürs Badezimmer gesprochen. Habe keinen gefunden, nur ums ganze Geld war ich mir zu gierig. Und deswegen kommen dort jetzt auch Haken hin. Also auch Haken. Deswegen kommen dort jetzt Haken hin zum Aufhängen. Weil ich habe ja Kundenverkehr, die kommen ja da rein. Und damit ihre Jacke irgendwo hinhängen können, habe ich gedacht, gebe ich da Haken hin, da muss ich dann auch nicht immer in dem die Kästen aufmachen und so, weil ich bin ein bisschen eine Ladenschlampe. Ja. Was habe ich euch noch zu erzählen? Es ist ja doch einiges passiert. Ja, wie gesagt, ihr habt mich sehr oft angeschrieben und ich habe nicht geantwortet, es tut mir leid. Ich habe dann hin und wieder auf Instagram eine Story hochgeladen, aber doch sehr, 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 sehr sporadisch. Es tut mir sehr leid. Aber ich war, wie gesagt, schon sehr im Stress, will ich nicht sagen, weil ich sage immer, ich bin nicht im Stress, aber ja, ja, vielleicht war ich im Stress. Ja, und es war mir auch zu heiß. Es war mir dann im Sommer zu heiß. Dann hat es ja angefangen zu regnen, überall. Ja, da waren ja vor zwei, drei Wochen, waren ja diese Starkregen. Fälle. Jetzt habe ich im Keller feuchte Wände. Also das ist mir nicht durch die Kellerfenster reingerungen, sondern durch die Mauern hat es mir das Wasser durchgedrückt. Und meine Vermieterin hat gesagt, sie möchte das jetzt aufgraben. Aber ich glaube, jetzt im Herbst tut sich da nicht mehr viel. Das sehen wir übrigens in meiner Werkstatt. Ich glaube, die habe ich euch im letzten Video gezeigt. Die habe ich auch halbwegs aufgeräumt unlängst, nur weiß ich nicht, wo ich die Wasserwaage hingeben soll. Ich habe ja ein paar Wasserwaagen und deswegen habe ich die jetzt ins Eck gestellt. Ja. Und das ist halt, sowas hat man halt, nicht? Also, wo man halt das Werkzeug aufbewahrt. Bei manchen ist es nur eine Werkzeugtasche, bei mir ist es halt ein Raum, wo mein ganzes Hauswerkzeug drinnen ist. Weil Gartenwerkzeug habe ich ja draußen in der Garage. Also hinter der Garage habe ich so eine kleine,
früher habe ich gesagt Gartenküche dazu, aber so ein kleines, auch so ein werkstattmäßiges Teil. Und da habe ich so Heckenschere drinnen, Rasenmäher, Vertikutierer und was man halt für einen Garten so braucht. Was habe ich denn da noch drinnen? Ah ja, einen großen Eiskasten. Jetzt sind wir in der Waschküche, die auch wieder mal aufgeräumt gehört. Es hat sich nur noch keiner gefunden, der es aufräumt. Und das Tolle ist ja an so einer Waschküche, das ist der letzte Raum im Keller unten. Also da muss man schon hinwollen. Ja? Da kann es ausschauen wie so. Und es schaut auch aus wie so. Weil da kommt eh nie wer hin. Insofern ja, ist es vollkommen egal, wie es hinten ausschaut. Und ich, gerade wenn ich jetzt meine Aufwischtücher, Aufwischfetzen, wenn ich die vom Aufwischteil runternehme, ja, sind die ja nass. Ja, egal. Und dann lege ich die einfach dort am Boden oder hänge die da über das, links über das Gestell drüber, damit sie eben trocknen, bevor ich, weil wenn ich sie in den Wäschkorb haue oder in dieses Gitterkörbchen rein, habe ich Angst, dass mir irgendwas zum Schimmeln anfängt. Ja. Deswegen haue ich die einfach dort am Boden oder hänge sie eben über diesen Korb drüber, damit es trocknen kann, bevor ich es dann tatsächlich wasche. Ja, voll motiviert, wie ich war, habe ich mir gedacht, ja, ich tue noch Staubsaugen, weil ihr wisst ja, wenn man so werkelt und ein bisschen baut, dann fallen immer so klumpert an, ja. Also so kleine, ich habe ja auch die Schrankverbinder angeschraubt, das ist so kleiner Holzstaub und so. Und abgesehen davon, mit den Hunden kannst du erst 17 Mal am Tag Staubsaugen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, so, du musst noch schnell Staubsaugen. Und weil ich so motiviert war, habe ich mir gedacht, na, du musst auch noch schnell aufwaschen, weil mein kleiner wie Leder Tampfi, den kennst du aus den anderen Videos, der ist leider von uns gegangen. Ja, der ist leider, hat leider auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich bin sehr, sehr traurig und ich werde mir aber einen neuen zulegen. Auch wieder so einen Mini-Dampfi, weil der Kercher-Dampfi, der ist schon super, ja, aber der ist halt sehr unhandlich. Der Wileder-Dampfi war halt sehr, sehr handlich. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt diesbezüglich, also so wie der Wileder war, so ein Gerät, wo du halt gleich Wasser einfüllst, was du nicht so hin und her ziehen musst, zum Aufwaschen, das wäre sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr da in die Kommentare eine Idee posten könntet, ja. Also, wenn ihr irgendein Teil habt, wo ihr sagt, das ist super toll, ja, weil sonst würde ich mir wieder meinen Wileder kaufen, ja, den gibt es in dreieckig oder in länglich, es ist ja wurscht, ja, die Sandra hat den dreieckig, sonst würde ich mir wieder einen Wileder kaufen, weil meiner, wie gesagt, leider von uns gegangen ist und das Zeitliche gesegnet hat. Den habe ich damals von einer Freundin geschenkt bekommen, weil die hat ihn sich gekauft, sie war aber nicht zufrieden damit und ich war eigentlich sehr zufrieden mit diesem Wileder-Teil und vielleicht, eben, wenn ihr keine besseren Vorschläge habt, werde ich mir diesen Wileder-Wisch-Dingens wieder kaufen. Und das, hört ihr das im Hintergrund? Der Zwetschi hat schon wieder rückwärts niesen. Das Lustige bei diesem Klebevinyl ist, ja, stellenweise war ich, wo ich das so rubbeln muss, ist tatsächlich ein bisschen der Kleber zwischen die Fugen rausgekommen und ja, natürlich, da ist er dann sofort ein bisschen dreckig und schwarz, das merkst du sofort. Und da habe ich jetzt dann mit dem Dampfi drüber getan und mit dem ist es aber relativ gut runtergegangen. So, mittlerweile ist es, glaube ich, schon 6:30 und ich mache mir wieder mal mein Ansa-Menü. Obwohl ich in letzter Zeit auch wirklich brav gekocht hatte, aber ich habe tatsächlich vergessen, irgendwas aus dem Tiefkühler rauszunehmen. Für morgen habe ich mir schon was rausgenommen. Also, Einser-Menü, bei der Sandra bei mir ist immer Käsetoast. Ja, ohne Schinken, nur Käse. Ich gebe immer Butter und Senf drauf. Sie sagt immer, bei mir schmeckt der Käsetoast viel besser wie bei ihr. Sie gibt halt kein Butter und kein Senf drauf, weil sie zu voll ist für Butter und Senf. Aber ja, bei mir kommt halt immer Butter und Senf drauf. Und das ist halt, das, ich glaube, ich esse das sicher dreimal die Woche. Also wenn ich Toast und Käse zu Hause habe und ich nichts anderes habe oder zu faul bin, irgendwas zu kochen, dann gibt's Käsetoast. Das ist so ein Tapperteil, was ich habe. Weil ich habe keinen richtigen Toaster, also keinen Plattengriller.
Plattentoaster, wie heißt das Teil, was man zusammenklappt, sowas habe ich nicht, oder Sandwichmaker, sowas habe ich nicht. Ich habe nur diesen Tupper-Toaster, den man in die Mikrowelle gibt und dann werden diese Platten oben und unten heiß und somit ist das auch getoastet. Mein Steak würde ich mir in dem keins machen, aber für einen Käsetoast ist das durchaus ausreichend. Ja. Dazu gibt es von Heinz Curry Ketchup, das finde ich auch sehr, sehr nice. Ja, jetzt muss die Mutti mal schnell was essen. Und dann tue ich noch den Geschirrspüler ausräumen. Und das war's dann eigentlich schon für meinen Tag, also für diesen Tag. Das war übrigens der Montag. Und ich habe ja auch erst um 2 angefangen, also eigentlich erst um 3 mit dem Kastl zum Aufbauen. Weil wir mussten natürlich, also die Besterkastl habe ich vorher aufgebaut. Dann musste ich mit der Sandra zum Hornbach fahren, weil ich keinen Tapetengleisterpinsel hatte. Wisst ihr, dieses Riesenteil, dieses riesengroße Pinselteil, mit dem man den Tapetengleister auftragt auf die Tapete oder auf die Mauer, habe ich keinen gehabt. Ich weiß nicht, wo meiner abgeblieben ist. Sind wir zum Hornbach gefahren und da habe ich mir dann gleich ein paar Drittleisten neu gekauft, also die, was ich vorher runtergerissen habe, weil alle hat es nicht gegeben. Es ist immer das Gleiche. Und ich habe sogar geschaut wegen Sesselleisten, aber ich weiß noch nicht genau, welche ich nehme, weil ich möchte mein Vorzimmer so weiße nehmen, weiße höhere. Und da muss ich aber erst mit einem Typen sprechen, der dort arbeitet, weil eben wegen diesen Winkeln, weil ich ja keine rechten Winkeln habe, sondern weil ich auch so komische Winkeln habe im Vorzimmer. Ja, ihr könnt es euch anschauen. Und da brauche ich halt Beratung quasi. Ja. Und nachdem wir heute nicht die Zeit oder die Muße gehabt haben, dort irgendeinem zu suchen, habe ich mir gedacht, nein, machen wir das nächste Mal. Weil jetzt möchte ich mal das Vorzimmer fertig haben. Eben mit den Türen drauf. Für die Türen brauche ich dann wieder Hilfe zum Einhängen. Also bei den großen Packstüren, weil das sind die 236er Packs. Die sind alleine ein bisschen mühsam zu machen. Ja. Die kleinen gehen gerade noch, weil die haben drei Scharnieren und die großen haben 4 Scharnieren. Ich weiß jetzt gar nicht. Wurscht. Ich werde es morgen sehen, also übermorgen, weil ich da eben wieder die Sandra brauche zum Einhängen der Türen. So, jetzt habe ich den Geschirrspüler auch noch ausgeräumt, weil ich so eine feine Maus bin. Und ihr seht, meine Hunde sind immer am Start. Ja, das sind beide leben noch. Habe ich euch letztens auf Instagram auch noch gesagt, ja. Der Herr Bodo ist halt schon ein ganz altes Bubele. Aber sie leben noch alle. Auch wenn der Zwetschi dann neben mir stirbt, halbert. Aber noch leben sie. Übrigens, in der Männerwelt gibt es nichts Neues. Ja. Ich glaube, ich lasse das jetzt mit den Männern. Es ist einfach viel zu anstrengend und viel zu mühsam. Und jetzt habe ich wieder keine Zeit. Zuerst hatte ich keine Zeit, weil ich so viel gearbeitet habe. Jetzt habe ich keine Zeit, weil ich einfach eben irgendwann einmal fertig werden möchte. Ja. Und ich finde, das schaut so schon viel besser aus, wenn die Wände weiß sind. Ja, das war's mal vom Montag. Noch duschen und gute Nacht. So, meine Lieben, jetzt nochmal face to face ein herzliches Willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video. Mein Video nach 5 Monaten, ich weiß. Ja, also ich habe euch ja gestern am Abend schon mitgenommen und wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt nochmal das Innenleben dieser Schränke hier aus der Garage geholt und das habe ich auch vor, jetzt noch reinzumachen. Ich habe heute schon gearbeitet, 4 Stunden. Ich habe jetzt Mittagspause und dachte, schauen wir mal, wie weit ich komme. Es kann jetzt nicht so lange dauern. Ich habe für die Packschränke habe ich unten 3 Körbe, 2 Einlegeböden und Kleiderschlangen. Und für die Beste habe ich ja sowieso nur Einlegeböden, also das kann jetzt keine stundenlange Arbeit sein. Aber schauen wir mal, wie weit ich komme und ich nehme euch halt mal mit. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich alle grundsätzlich, wie man so Kästen aufbaut, aber ja, ich stelle euch mal ein bisschen weiter weg und ja, ich glaube, so geht's, oder? Hoppala, warte mal, ich schraube euch fest. So. Wir fangen an mit den Körben links und rechts. Und ja, wie schon gesagt, das ist jetzt keine großartige Hexerei.
Ich habe mich natürlich auch erst wieder reinfinden müssen, aber das habe ich eigentlich gleich erledigt gehabt. Ja. Also ich bin ja schon ein kleiner IKEA-Profi. Ja. Also ich weiß ganz genau, wo ich hin muss beim IKEA. Ich weiß ganz genau, wo alles liegt. Ich war sogar schon in der Markthalle, glaube ich, wo alles liegt. Also da bin ich ja schon relativ gut. Sie dürfen nur nicht umräumen. Ja. Und ich meine, es macht mich immer ein bisschen unrund, wenn sie umstellen. Und ich habe aber dann festgestellt, ja, ich glaube, das ist irgendwie langweilig zum Zuschauen. Die ganze Zeit. Deshalb habe ich es einfach abgekürzt. Tada! Also, ich hole euch wieder etwas näher. So, ich habe Griffe montiert. Türen montiert, ist gar nicht so schwer gegangen alleine. Und ich habe Innenleben. Und zwar habe ich hier oben, warte, ich strich ein bisschen rauf, habe ich einen Einlegeboden und eine Kleiderstange, dass man die Sachen so hingibt. Und da unten, ich drehe euch fest, und da unten habe ich, hoppala, drei Körbe und auch einen Einlegeboden und ja, hier ist recht viel Platz. Punkt 1, habe ich von Natur schon längere Sachen, weil ich groß bin, ja, und Punkt 2 habe ich von Natur längere Sachen, weil ich groß bin. Hm? Jo. Ja, und was haben wir noch? Und hier herunter habe ich die drei Bester eben. Und da habe ich nur eingeblendet. Das ist auch noch alles schmutzig. Sauber machen müssen wir es jetzt erst. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen. Ich wäre so aufgeregt. Ja. Ich habe auch übrigens die Packs und die Bester mit Schrankverbinder verbunden, weil, ja, damit nichts umfällt, weil ich habe so viele kleine Kinder daheim. Ja, nein, aber damit es auch nicht wackelt wird oder sonst irgendwas. Ja, wir wissen ja, wie das ist. Ja, dann haltet sich mal an oder sonst irgendwas. Und ja. Ja, soweit, so gut. Jetzt geht's ans Putzen. Und ich muss mich beeilen, weil ich muss in einer Stunde wieder arbeiten. Und jetzt muss ich noch schnell ein bisschen putzen, bis der glänzt da. Los geht's los! Putzen ist ja eigentlich ein bisschen zu viel gesagt. Es war ja mehr Wegräumen wie alles andere, ja. Aber ja, muss ja auch sein, weil wenn ich arbeite, arbeite ich ja immer sehr, sehr, sehr chaotisch, wie ihr vielleicht von vorangegangenen Videos schon wisst oder wie ihr vielleicht schon das eine oder andere Mal eben gesehen habt. Ja? Und bei mir, wie gesagt, schaut immer die ganze Bude aus wie Sau. Ja. Wir sind jetzt in Minute 23, ja, und es ist tatsächlich 48 Minuten lang geworden, das Video. An dieser Stelle würde ich euch gern fragen, was für Videos interessieren euch denn am meisten? Wollt ihr ganz normale Clean With Me Videos haben zur Motivation oder wollt ihr Kochvideos mittels, dann kommt zweimal im Monat ein Video, also einmal im Monat eher, weil, ja, so oft koche ich nicht, ja, oder sagt einfach, was ihr gerne haben wollen würdet, ja. Ich meine, du brauchst mir jetzt nicht sagen, ich hätte gerne ein Video, wo du Sport machst oder wo du Bergsteigen gehst, weil das mache ich nicht. Ja, also die eigentliche Frage ist, wollt ihr ganz normale Clean With Me's haben und so aussortieren und umsortieren und bla 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 oder so vlogmäßige Sachen, ja. Nur bedenkt, ich kann euch ja an einem normalen Arbeitstag jetzt nicht mitnehmen ins Studio, weil da ja auch Kunden sind und Kundenverkehr und die wollen das ja nicht. Kann ja nicht meine Kunden filmen, ja. Also, ja, könnte ich schon, da brauche ich Einverständnis. Ich glaube, das ist alles ganz anstrengend und mit viel Aufwand verbunden. Und ich habe schon wieder eine Stinkwanze im Zimmer. Habt ihr die in Deutschland auch? Gibt es in Deutschland auch oder sind das eigentlich nur österreichische Viecher, die einem am Nerv gehen, ja? Ich finde diese Viecher so grauslich, ja. Und die gibt's auch noch nicht so lange, oder? Diese Riesenbrummer, die gibt's, glaube ich, erst seit ein paar Jahren. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass vorher diese Stinkwanzen irgendwie
dass ich die irgendwie gesehen hätte früher. Also ich, meines Erachtens gibt es sie erst seit ein paar Jahren. Vielleicht ist irgendeine Botanikerin unter euch und die kann mir das dann erklären. Ja, also im Prinzip sind wir ja da beim Aufräumen schon wieder fertig. Ich habe dann nur mehr Zahnkehrt und Staub gesaugt. Aufgewaschen habe ich seitdem nicht. Es ist ja heute beim Voiceover schon wieder Donnerstag. Ja, ich wollte euch das ja am Donnerstag hochladen, aber ja, es war ein bisschen chaotisch wieder einmal. Und ich glaube, das Video kommt jetzt am Freitag für euch online. So. Der Post war da, Frieda. Ich habe das Temo-Paket bekommen, von dem ich euch erzählt habe gestern. Also vorher, ja. Also für mich war es gestern, für euch war es vorher. Und jetzt schauen wir mal. Das ist immer, ich weiß ja schon wieder gar nicht, was ich alles bestellt habe. Ich weiß, dass auf jeden Fall die Klebeflüssen drinnen sind. Und da, um Christmas. So. Was haben wir wieder bestellt? Das ist der Tischläufer. Weil Weihnachten heuer vermutlich bei mir stattfindet. Ah, das sind die Geschirrtücher. Glaube ich. Ja, das sind Geschirrtücher. Das sind so Mikrofasertücher. Ach, die sind ja süß. Und ich mein Baum wird heuer rosa. Und deswegen habe ich mir ein paar Geschirrtücher bestellt. Gut, weil meine habe ich letztens weggekommen. Ich habe nämlich letztens, wie ich meinen Abstellerraum aussortiert habe, habe ich meine Putzfetzen mal alle auf einen Haufen gegeben, ja? Alter, wie viele Putzfetzen kann ein Mensch haben? Ich habe ein Foto davon. Nein, ich habe ein Video davon. Wenn es wahr ist, blende ich euch das hier kurz ein. Das sind alles Putzfetzen gewesen. Wenn jetzt kein Video da war, tut es mir leid, dann habe ich es nicht mehr. Aber ich habe es an Sandra geschickt, ich müsste es eigentlich da haben. Ja? So, das sind die Klebefliesen. Die sind ein bisschen kleiner, als ich dachte. So schauen die aus. Also die sind matt und die würden dann daherkommen. Ja, das schaut doch okay aus. War hier aber, glaube ich, ein Arsch voll, ja? Jetzt sieht die schwarz. Naja, so richtig hochwertig schaut es natürlich nicht aus, ja? Aber schauen wir mal. So, dann haben wir nochmal Weihnachtskugeln. Warum habe ich die bestellt? Ich dachte, ich hatte schon alle Weihnachtskugeln. Dann habe ich. Oh! Scheiße! Ja, dann habe ich bestellt. Aber das ist. Ich dachte, das ist ein Pulli. Das ist nur so ein leckliches Arsch-Shirt. Und das ist. Naja. Ich dachte, das ist ein Pulli. So ein. Oh. Wenn ja, es ist. Es riecht gut, es ist okay, aber ich dachte, es ist ein Pulli. Wie sehe ich so ein Sweater, habe ich mir gedacht, dass es ist. Okay, kein Sweater. Dann habe ich, es ist entweder eine Tischdecke oder ein Polster. Oder Pölster. Es ist Pölster. Ich dachte, ich hätte eine Tischdecke gekauft. Aber wieder ein anderes Rosa, ne? Ich könnte es ja so machen, schaut, ob es sieht. Eins, zwei. Drei. Und vier. Es sind Pölster für Weihnachten, ne? Also passend zu den Geschirrtüchern. Und sie so sharp and durable. Jetzt habe ich eine Schere bestellt. Oh, ich weiß, warum ich sie bestellt habe. Sie ist rosa.
Ich habe 2 Scherben bestellt. Warum habe ich Scherben bestellt? Ja, wahrscheinlich waren sie günstig und sie sind rosa. Sind aber keine Stoffscheren, glaube ich. Müsste ich nachschauen. Ja, wieder mal ein bisschen Plastikknopfer. Ja, alle Weihnachtskugeln, die ich bestellt habe, die machen irgendwie andere vor. Na gut, muss man das dann anschauen, wenn das kommt, wenn das alles auf einem Haufen liegt. Ich wollte eigentlich, weil heute ist es ein bisschen wärmer. Ich habe mir gedacht, weil ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, habe mir gedacht, okay, fahrst schnell auf die Deponie und tust schnell Rasen mähen und dieses schnell und das schnell. Jetzt habe ich mir überlegt, na, ich habe morgen frei, weil heute ist Dienstag, gestern war Montag, also vorher war Montag, heute ist Dienstag, ich habe morgen frei, ich muss nicht alles an einem Tag machen, weil mir tut eh schon alles weh. Ja, also ich habe schon, was tut mir eigentlich nicht weh? Ja, irgendwas wenig tut mir nicht weh. Und ich muss jetzt nicht alles an einem Tag machen. Ich werde jetzt noch was einräumen im Sephora-Zimmer und dann vielleicht noch gleich aussortieren. Ich muss erst überlegen, was ich dort einräume, für was ich mir das eigentlich gedacht habe. Und werde euch dann das Endergebnis zeigen. Also nicht nur aussortieren, dann nehme ich euch mit. Fragen über Fragen, man weiß es nicht. Da liegt schon wieder das Werkzeug von vorher. Das Werkzeug könnte ich jetzt anders rum, nein, ich muss noch Löcher in die Wand bohren, ich muss noch die Haken aufhängen, genau. Die Haken muss ich auch noch in die Wand bohren. Jo. Mal schauen, was ich als nächstes tun werde. Das können wir eine Woche. Und ihr werdet es sehen. So, meine Süßen, ich bin fertig für heute. Doch, es ist zwar erst 5:30, aber ich bin total erledigt. Ich habe vorher überlegt, ob ich noch auf die Deponie fahre oder einkaufen oder sonst irgendwas. Nein, ich habe jetzt dann, mein Kunde ist so früh gekommen und ich habe bis jetzt gearbeitet. Und nachdem ich heute um 6 in der Früh schon zum Arbeiten angefangen habe, mache ich mir jetzt noch schnell was zum Essen, weil die Küche nebenbei zusammenräumen und das war's dann. Dann gehe ich duschen und ins Bett gehen. Ab morgen werde ich auf die Deponie fahren. Schauen wir mal, hoffe ich. Und da habe ich mir nebenbei übrigens Erdbeerknödeln zum Essen gemacht, weil ich bin ja so ein Zuckergoscherl und für mich ist auch so eine Nachspeise oder ein Dessert auch was Richtiges zu essen. Ja, ich esse auch Mohnnudeln oder Germknödel oder sowas, ja, als richtiges Essen, weil ja, es muss für mich jetzt nicht immer salzig sein. Ich habe auch letztens einen Kaiserschmarrn gemacht für mich alleine. Im Übrigen koche ich jetzt wieder mehr, friere es aber dann ein. Weil wenn ich jetzt eben, ich kann für eine Person kochen, ich meine, das ist nicht besser, ja, das schaffe ich nicht. Also ich kann mir für eine Person ein Wurstbrot machen oder ich mache mir aber jetzt kein Hühnercurry oder was für eine Person, ja. Das für eine Portion eigentlich, ja. Das wird irgendwie nichts, ja, auch schon allein, weil du die Mengen nicht bekommst, ja, weil mal macht man jetzt irgendwas mit einem halben Kilo Faschierten oder Hackfleisch für euch, ja, ja, da bräuchte ich dann, keine Ahnung, 150 Gramm Faschiertes, ja, das gibt's nicht fertig zu kaufen, da müsste ich dann tatsächlich extra zum Fleischer fahren und müsste man dann das so kaufen, ja. Obwohl, Faschiertes war ein blödes Beispiel, weil dann kaufe ich mir immer das vegane Faschiertes, das hat 200 oder 300 Gramm. Ist aber auch mehr wie 2 Portionen. Also das mit dem Kochen habe ich noch nicht so ganz heraus. Wenig zu kochen und deswegen tue ich dann einfach 1-2 Portionen nehme ich raus oder mache ich und den Rest friere ich dann einfach ein, weil ja, dann esse ich es halt irgendein andermal und mittlerweile habe ich in meinem Tiefkühler ja schon 3, 4, 5 verschiedene Gerichte, die ich mir dann bei Bedarf eben raushol und ja, und das ist jetzt auch nicht eine Portion, die ich einfriere, sondern es sind auch 2, weil heute habe ich mir zum Beispiel ein Hühnercurry rausgenommen und da habe ich zum Mittag was gegessen und am Abend habe ich was gegessen. Ja. So hat man halt dann auch ein bisschen Abwechslung. Ja. Und ich bin ja der Meinung, man kann alles einfrieren. So, es
ist Tag 3, sprich es ist Mittwoch. Und heute habe ich einiges zu tun. Und zwar muss ich heute, ich muss auf die Deponie fahren. Die Deponie, weil mein Auto ist ja bummvoll mit dem ganzen Scheiß, was wir da brauchen fürs Vorzimmer. Ich muss auf die Deponie fahren, ich muss Hundefutter kaufen fahren, ich muss zu Memax fahren. Ich möchte mich schauen, ob ich einen Spiegel bekomme für die Wand im Vorzimmer, weil nur die Hacken, weiß ich noch nicht. Ja, also wenn ich einen Spiegel bekomme, aber das werden wir sehen, dann kommt noch ein Spiegel hin. Wenn nicht, dann kommen nur die Hacken hin oder weiß ich nicht was. Da muss ich einkaufen fahren, ich muss meiner Schwester das Geschenk besorgen, die hat nämlich heute Geburtstag, mein Bruder hat übrigens auch Geburtstag, weil es sind ja Zwillinge, und ja, ich würde sagen, wir fahren mal los, es ist 8 Uhr und auf los geht's los. So, jetzt ist es 11 Uhr, 8, 9, 10, 11, 3 Stunden später und 1000 Euro später bin ich wieder zu Hause vom Einkaufen, aber ich war sehr produktiv, kann man das sagen, wenn man so viel Geld ausgegeben hat? Naja. Also ich war, in einer Früh war ich mal auf der Bank und habe 1000 Euro zur Bank gebracht, ja, die dann gleich wieder am Schirm gehabt habe. Ja, dann war ich bei der Deponie, habe ich euch gezeigt, wie voll das Auto ist. Dann war ich Futter kaufen. Und zwar habe ich gekauft, Katze, dann habe ich 6, 12, 18, 24, 30 Hundedosen gekauft. Für einen Tag ist das, ja, also 30 Tage. Aber ich habe auch noch ein Trockenfutter gekauft und den Bono zusätzlich ein paar Flocken. Wenn das meine Freundin sieht, die wird mich wieder zur Sau machen. Die hat mir meine Ernährungsplan gemacht für heute. Und ich habe jetzt schon, ich glaube, das dritte Monat, dass ich nicht koche für die Hunde. Aber wenn ich dann Aschur bin, kochen wir wieder für die Hunde. Dann habe ich euch ja gestern, also vorher im Video, habe ich ja gesagt, mein Velero Dunphy ist kaputt. Und jetzt habe ich schon bei Amazon Prime Days, weil gestern und heute, also 8. und 9. Oktober, waren ja Amazon Prime Days. Heute ist Mittwoch, ja. Und da habe ich geschaut, was dieser Velero Steamer kostet. Da kostet er nämlich 78 Euro statt 100. Und ich war beim Mediamarkt. Und da hat er nur 65 gekostet. Also habe ich ihn mir beim Mediamarkt gekauft. Das ist der kleine, nur das ist der gleiche, nur mit dem dreieckigen Ding vorne. Den hat meine Freundin ins Verdusch gestellt. Weil, warum war ich beim Mediamarkt? Ich habe nämlich für meine Schwester das Geburtstagsgeschenk gekauft. Na gut, ich kann es euch jetzt zeigen, sie kommt nachher vorbei. Und, also Geburtstag, Weihnachten, Muttertag, Valentinstag und die nächsten Weihnachten für die nächsten 27 Jahre ist das, ja. Also, nein, so lange ist es auch nicht, so teuer war er jetzt auch nicht. Weil ich war letztens bei meiner Schwester und wir haben uns das 1%-Quiz angeschaut mit Jörg Pilawa. Und die hat einen Röhrenfernseher, meine Schwester. Nicht, weil sie sich keinen neuen leisten kann, ja. Nein, er geht ja noch. Ja, und die Sonne, wenn es noch geht, die hat doch ein Uralt-Handy, ja. Also, wir können irgendwie nicht verwandt sein, ja. Die kann auch sehr gut sparen. Die hat, weiß ich nicht, wie viel Kohle auf der Seite mit ihren Mauer, weil die sparen, ja. Ich nicht, wie wir alle wissen. Na, ich hau ja mein Geld am Schädel, aber ich hau Geld, mein ich hau auch gern mein Geld für andere Leute am Schädel und habe ihr einfach einen kleinen Fernseher gekauft. Er ist nicht sonderlich groß, also er hat dann auch nicht sonderlich viel Platz. Ja? Und der war jetzt auch nicht sehr teuer. Ja? Es ist ein Samsung, der ist ja nur so groß ungefähr. Ja? Also wie gesagt, sie hat nicht viel mehr Platz dort. Ja? Und dann habe ich gedacht, so, ich kaufe jetzt einfach einen scheiß Fernseher. Weil dieses Bild auf diesem Röhrenfernseher, ja, der ist auch schon, der braucht glaube ich schon eine Viertelstunde, bis er mal ein halbwegs normales Bild hat, dann ist das aber eben noch. Anyway, ja, das Bild vom Fernseher meiner Schwester ist fürchterlich und deswegen schenke ich einen neuen Fernseher und nachher werde ich rauffahren, weil ich muss Motorrad draufbringen, ja, und gebe meinen Hammer und hau den Fernseher ein, damit sie am Jahr austauscht, weil sonst tauscht sie mir wieder nicht aus und der steht dann 4 Monate oder 2 Jahre in der Garage. Ich kenne ja meine Schwester, ja. Alles Gute zum Geburtstag, danke, Dani, ich hab dich lieb. Weil die schaut sich das Video nämlich auch an. Dann habe ich mir gekauft meine Milch, 5 Mal. Dann habe
bei Möbers und wollte einen Spiegel kaufen für hier. Ja? Und die haben gekostet 100 Euro, 70 Euro, 80 Euro. Und so war ich mal zu gierig und habe mit meiner Freundin telefoniert und die hat gesagt, beim Lidl war einer im Angebot. Der ist zwar jetzt nur 48 cm, ja, aber der kommt jetzt daher. Ja? Und dann kann man drunter haken und daneben haken. Also drunter für die Taschen und daneben so zum Aufhängen, damit da halt ein bisschen was ist. Es ist schon sehr viel Wand hier. Ja? Und wenn man Möhmer hat, dann habe ich mir noch zwei Lampen gekauft. Die haben kostet 6,99 €. Ja, die brauche ich für den Kellerabgang und unten vorm Studio. Ja? Wie gesagt, Kostenanschlag 50 Euro. Und dann dachte ich, okay, gut, komm, nimmst du das mit. Und sie sind sogar so Sternen-Ding drauf. Ja? So, sie haben so Löcher drin und schon so Sternenhimmel. Und dann haben wir noch zwei Teppiche gekauft, eben fürs Vorzimmer, wieder in weiß, weil das passt recht gut. Und ich muss ja meine weißen Teppiche relativ oft waschen, weil die ja so schnell schmutzig werden. Dieser junge Mann hat rein gar nichts damit zu tun, dass meine Teppiche oft gewaschen werden müssen. Ja, also da liegt nicht dran, dass er vielleicht mal undicht ist in der Nacht oder nicht raus, wenn es regnet. Dieser Hund hat gar nichts damit zu tun. Ja? Ich wasche meine Teppiche einfach so sehr oft, weil sie halt schnell sauber werden. Schmutzig werden. Gell? So, haben wir die Ablauf. Dann war ich. Ich habe auch noch Wolf und Läppe gekauft für meine Hunde. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Ja, meine Schwester wird das nie machen, ja? Aber ich kaufe neue Futternäpfe für die Hunde. Sie sind schwarz und schön. Dann war ich noch, bei mir hat sich noch was gekauft. Und zwar Weihnachtsdeko. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Und ja, ich habe gesagt, meine Weihnachtsdeko wird heuer rosa, aber im Wohnzimmer. Hier wird es jetzt schwarz. Und dann war ich noch beim Lidl. Da habe ich gekauft einmal Happy Socks mit Katzenmotiven und zwar habe ich die für meine Nachbarin gekauft. Weil die hat mir letztens vom Urlaub Socken mitgebracht, so Crime Socken. Da ist rechts und links verschieden. Ich weiß nicht, ob bei denen das auch verschieden ist, weil die sind zugeklebt. Aber können sie mal aufmachen. Und da hat sie mir Crime-Socken und Heimwerker-Socken mitgebracht. Und die sind total cool, ja. Und, nein, die sind rechts und links gleich. Und da sind so Katzenmotiven drauf, ja. Weil die Monika halt ein Katzenfan ist, ja. Und deswegen haben wir gedacht, was? Kauf mir das, schenk's jetzt zum Geburtstag, zu Weihnachten, was weiß ich, was da als nächstes kommt. Und ich habe tatsächlich noch beim Lidl, habe ich auch noch diese Lenore-Pots. Nicht, dass ich keine mehr hätte, aber bei dem Angebot, was wir haben, das haben wir wieder nicht kaputt. Dann habe ich noch eine Gubi-Hupf gekauft, vielleicht kommt dann meine Schwester nachher, das muss ich ja geschenkt holen. Und Käse, Blätterteig, Faschiertes und Feldgurken habe ich gekauft, weil ich mache heute einen Strudel mit Gemüse, Faschierten und Gurkensalat dazu. Das ist ein Joghurt für einen Gurkensalat. So, das war mein Einkauf und jetzt muss ich den Scheißdreck mal wegräumen. Es ist 11 Uhr und 12.30 Uhr hat meine Schwester aus, bis dahin muss ich fertig sein. Na dann, gehen wir es an, würde ich sagen. Kleiner Spoiler, ich habe es geschafft, alles wegzuräumen und dann auch noch alles zu montieren. Also alles, was ich wollte zumindest, ja. Und also da räume ich jetzt mal das Hundefutter weg und ich denke mir ja, auch meine Hunde wollen Abwechslung beim Essen haben und ich kaufe halt immer so 6er-Packerl Dosen mit derselben Geschmacksrichtung, nicht? Also 6-mal Fisch, 6-mal Rind, 6-mal Ente, 6-mal Pferd und was weiß ich, ja. Und deswegen räume ich das so in den Abstellraum ein, dass ich immer jeden Tag, dass sie eine andere Geschmacksrichtung haben. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ja, ich mag es halt für meine Buben.
Ja, und dann bohre ich wieder mal ein paar Löcher in die Wand. Ja. Alter, ich habe die, das ist die Schlagbohrmaschine von meinem Bruder, das ist eine Einhell. Und muss ich jetzt sagen, Vorsicht, Produktplatzierung. Also ist eine Akku-Einhell. Und mit der geht, also die Wände sind grundsätzlich kein Problem, außer im Keller, da haben wir ein bisschen gestrauchelt mit der. Da habe ich mir dann von meinem Nachbar immer die Hilti ausgepackt. Der hat eine echte Hilti und, also ich schwöre es euch, Kinder, seine Hilti ist schon eine geile Geschichte. Ja, wenn ich groß bin, kaufe ich mir auch eine. Ja, also ich bin ja fast versucht, mir einen zu meinem Geburtstag zu wünschen, zum 50er, nicht? Aber ja, wie oft braucht man denn das Ding? Ja, also wenn ich die Lampen, die ich an dem Tag gekauft habe, montiert, da brauche ich wieder die Hilti, weil da muss ich wieder in die Decke rein. Aber ja, ansonsten, wie viele Löcher bohrt man in der Wand? Also ja, ich wahrscheinlich eh noch mehr wie jeder andere, aber ja, hin und wieder muss man halt was aufhängen, ja, weil so wie hier brauche ich für einen so einen kleinen Scheißerlhaken brauche ich zwei Löcher in der Wand, ja. Ich hoffe, mir fällt demnächst nicht was anderes ein, was ich dorthin machen will, weil das zu spachteln geht nicht mit der Tapete, ja. Also das wird dann nichts, ne? Und vorher habe ich ja die Löcher für den Spiegel gebohrt. Und dann bin ich draufgekommen, scheiße, das ist nicht in der Waage, das ist schief, jetzt hängt der Spiegel schief. Und dann habe ich ihn hingekriegt und gedacht, ja, bei einem runden Spiegel ist ja wurscht, ob es schief hängt, nicht? Also, ja, Physik war jetzt nicht so meins, also in Physik war ich jetzt nicht unbedingt gut und ja, aber es war so, das wäre so typisch ich wieder, ja, so, scheiße, ist nicht ganz in der Waage, weil ich bin ja da, eigentlich bin ich sehr genau, aber ich schaffe es dann trotzdem nie so richtig, ja, und jetzt, super, jetzt hängt der Spiegel schief, ne? Und das muss ich mir jeden Tag anschauen, ne? Dann hänge ich ihn hin und kommt drauf, es ist ein runder Spiegel, ja, das ist vollkommen wurscht, ja, die hätten 5 cm auseinander sein können, die Löcher, das war vollkommen egal. Aber ja, und ich habe tatsächlich eben für jeden Haken zwei Löcher in die Wand gebohrt. Aber ja, wie gesagt, im Endeffekt habe ich es geschafft. Also, ich bin fertig geworden mit meinem Vorzimmer. Also, ich habe die Haken aufgehängt, die übrigens super geschissen waren. Ja. Also, ja, ich habe den Spiegel aufgehangen, das habt ihr eh noch gesehen. Und ich habe die Deko aufgestellt. Insofern ist mein Vorzimmer jetzt fertig. Und eigentlich wollte ich euch noch dann ein normales Klingel mit anhängen, aber ich denke, das Video ist lang genug. Ich schätze mal, es wird so eine halbe Stunde dauern oder was. Ja, also für den Wiedereinstieg eine gute Länge. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, gut, wir werden halt an dieser Stelle eben aufhören. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich glaube, es werden jetzt wieder ein paar Videos kommen. Versprechen kann ich es nicht, aber ich hoffe, ihr freut euch mal über dieses Video. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.